Moin zusammen, weiter geht's mit Park Beyond und Schatzturm, ja komm. Irgendwie wollte ich gerade mal abspeichern. Neuen Spielstand erstellen. Zack. Wir haben die wilde Maus. Wir haben eine Schiffsschaukel, wir haben hier so einen Kraken hier, so ein bisschen Piratenkram, oder so ein Dancer oder sowas. Was wollen die da hinten haben? Wer fällt ein? Okay. Und wir haben ein Riesenrad hier oben. Richtig klasse. So, und jetzt bauen wir eine Holzachterbahn, hölzerne Achterbahn. So, und zwar so, wie ich mir schon gedacht hatte, dass ich sie haben möchte. So, Zugverbindung, nee. Stationsgröße, direkt. Wieso kann ich nicht nach vorne ausgleichen? Ist ja doof. Stationsgröße, maximal 10 Wagen. Das Ding im Ganzen würde ich jetzt gern verschieben. Komme ich gar nicht ran. Das wandelt die Attraktion in eine Transportbahn um und weist ihr einen Aufhänger zu. Bist du sicher? Nee. So, pass auf. Nicht zum Rückgängig machen. Nein, nicht bauen. Auch nicht. So, weg damit. Nochmal von vorne. Hölzerne Achterbahn. Da kommt der Start hin. Stationsgröße. Zack. Okay. Zugverbindung. Ja, ich würde gern zwei Züge machen. Anzahl der Durchläufe. Zeigt an, wie häufig einfahrende Züge durchgelassen werden sollen. Startgeschwindigkeit, Anzahl Zugdurchläufe, Achterbahn Elemente, Module, Schiene, Wagen- und Zugeinstellungen. Förderwagen. Ach, guck, da haben wir so eine Loren, ne? Ach, das ist geil. Das passt zum Westernkran. Luft und Meer, Omniwagen, Motorrad, Yamaha-Klassiker, Feuerkugel. Guck mal, ich würde gern zwei davon jetzt haben. Besser. Zuggröße 5. Und dann davon 2. Ja, aber schade, das geht irgendwie nicht. Dann nehmen wir den da. Abbrechen. So, auf geht's. Kettenlifter. Okay, wir gehen hier erstmal auf 30 Meter, glaube ich. Dann geht's hier rum. Da zwischendurch? Könnte man machen, ne? Nee. Ach, shit. Jetzt habe ich den komplett weggenommen da hinten. Dreißig Meter. Kettenlift, den hat er auch weggenommen. So, hoch auf 30. Machen hier eine Kurve, eine kleine. Jetzt nochmal 10 Meter höher.
50 Meter höher. Also 20 auf 50 Meter. Kettenlift kann jetzt aus. Bauen. Kettenlift kann jetzt aus. Normales Gleis. Ups. Jetzt geht's runter hier auf. Meter. Nee. Machen wir das anders. Wieso springt er von 40 auf 2 runter? Das ist so, auf 40 Meter. Nicht zu senkrecht. Und 40 hoch. Dann geht's runter. Möglichst gerade erstmal bleiben. Genau, guck mal, den hier nehmen wir uns wie als Aufhänger hier, den Pfeiler. Jetzt runter. Da muss das Ding aber auch mit Neigung. Nee, neutral bleiben. Kippwinkel meinte ich. Ja, 45 Grad. Und wir hatten hier Achterbahnelemente, ne? Vertikalwende, Spirale links. Ach so. Bauen. Zack, Spirale links. Okay, dann baue ich erstmal selber. 45 Grad. Auch noch auf derselben Höhe, ne? Gut, dann machen wir gerade. Dann kommt hier so eine Spirale links. Einmal um diesen Pinüppel hier rum. Oh yeah. Sieht doch geil aus. Oh, Doppelspirale. Warte mal. Entfernen. Doppelspirale links, rechts, geflochtener Looping. Ach du, nee, nicht mehr eine Holzachterbahn. Guck mal, 80 km/h. Könnten eigentlich. Rätsel-Looping. Boah. Wow. Doppelspirale links. Ein entfernen, genau. Hier geht es dann nämlich weiter. Was habt ihr? 60 Grad Neigungswinkel sogar. Und da crashen sie alle in den Boden.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall bei den 60 Grad Winkel. 18 auf 15, 13, 12 Meter runter. Da möchte ich nämlich unter durch. Auf 10 runter. Okay, schauen wir mal. Ah, 60 Grad ist dann da ein bisschen steil. Für die Passagen hier. Kann man hier sagen... Passen wir nochmal an? Nee, ne? Muss ich komplett rückgängig machen. Hm. 50 Grad. 9 Meter runter. Okay. 90 km/h und hier entspannt sich das dann so ein bisschen. Ja. 30 Grad ist hier in Ordnung. 35. 45. Hier geht es dann wieder auf 60 sogar. Ausleiten. Und hier rüber, ne? Unter 10 km/h. Oh ja, das sieht geil aus. Was haben wir denn da für Module drin? Eine Rampe. Genug Fahrt müsste das Teil drauf haben. Erforderliche Geschwindigkeit 112 bis 187. Gucken wir, wie viel Speed kommst du denn da an? 50. Boah, so viel Linkskurven, dass einem schlecht wird, ne? Mit 87 kommst du da nur an. Okay, volle Geschwindigkeit bis 99. Machen wir das einfach mal. Und dann geht's mal in eine Rechtskurve. So, nee, Quatsch. Doppelspirale rechts. Oder nee, nur eine Ein...
Okay, schauen wir mal. Hundertvier, 110, 90, 88, 88. Yep. Das letzte Segment nehmen wir weg. Ein Hammer. Hammer rechts, Hammer links. Okay, soweit kann ich hier irgendwie nochmal einbauen. Cobra Roll. Nee, Brezel Looping. Loopings, wie gesagt, nicht bei der Holzachterbahn. Vertikale Wände. Boah. Sowas nehme ich hier aber rein. Wenn sie nicht zu schnell ist dafür. Entfernen. Wo war das gerade? Vertikale Wände links. Ah. Ach. Und mit 96 km/h da an, ne? Müssen wir noch ein Segment wegnehmen. Dann vertikale Wände links. Spirale rechts. Doppelspirale. Rechts. Okay, dann halt nur Spirale rechts. 88 km/h, 90. Oh, nee. Also vom Ding her ja, aber das Segment muss ich einmal rausnehmen. Dann geht es hier nämlich noch ein klein bisschen. Boah. Warte mal, zurücknehmen. So, Achterbahnelemente. Vertikale Wände links. Der ist dann doch zu hart in die Kurve da. Wir waren ihm auf 14 Meter, glaube ich. Hoch auf 20? Ja, dann können wir auch auf den. Diese Feldseite hier, ne? So, schauen wir uns das doch mal an. Doppelspirale rechts haben wir dann auch. Ein entfernen. Kurve zu steil. Da, 88 Sachen, 90, 94. Oh yeah. Kranker Scheiß. Spirale rechts und dann geht's hier nämlich gleich rein.
180 Grad gerade machen. Wir müssen jetzt hier nämlich irgendwie zwischendurch kommen. Kurve zu steil. Okay, Kippwinkel rechts. 45 Grad. Jetzt ist natürlich mega geil, wenn man sagt, man geht hier in den Berg rein, ne? Und das kann ich sogar. Boah, wie geil. Gerade. Und hier geht's in den Berg. Alter, wie gut. Rein in die Mine. Okay. Kosten. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich habe nur noch 1900, aber die kostet nur 1900. So, 70. Hier kann das Kurvenelement ein bisschen enger. Gerade. Geh mal ruhig auf 55 Grad hier. Und 30 Grad und eingelocht. Sehr geil. So, was haben wir da für Elemente? Drop-Schnittstelle? Nee. Vertikale Looping Korkenzieher? Nee, nee. Hammer links, Hammer rechts? Auch nicht. Cobra Roll? Doch, hier so ein Hammer könnte ich nochmal bauen. Erstmal. Da eine Mine drin, ne? Wir können hier noch mal rechts raus. Da irgendwie durch. Nee, stopp. Kleines Stück geradeaus. Dann geht's. 45 Grad Rechtskurve. Minus 11, minus 15, 16. Hier möchte ich raus, aus diesem Tunnel da. Yeah. Da geht's raus. Gerade. Dann kommt der Hammer rechts. Oha, nee, okay. So, den nochmal wegnehmen. Ein. Jetzt den Hammer rechts. Kriegen wir hier nicht hin, ne? Irgendwie so und dadurch. Nee. Könnte aber nochmal diese andere Kurve bauen hier. Wie war denn das? Vertikaler Looping. Cobra Roll. Vertikal Wende. Schauen wir mal, wie viel Schwung er da gleich noch drauf hat. Da geht's rum, geradeaus.
Und auch wieder Jopf und dann stürze ab. Sehr cool. So, die dürfen sich hier nicht überschneiden, ne? Da muss ich mal gucken, wie wir da weitermachen. So, jetzt Hard Backboard. Gehen wir hier nochmal durch. Rum. Nee, ne? Wir gehen nochmal durchs. Durchs Dorf gehen wir aber. Bisschen gerade. Ne, nochmal einen weg. Ist dort. Auf 10 Meter und wieder runter. Jo. Sehr cool. Dann können wir jetzt hier eigentlich links abbiegen. Nochmal durchs Tal. Hier in den Tunnel. Ups, sorry. Oder man kann auch sagen, Spirale links, aber Aufwärtsspirale links hätte ich jetzt eigentlich gerne. Dass man hier nochmal... umfährt. Ich mache das anders. Guck mal hier, gehst du erstmal ein bisschen hoch wieder auf 7 Meter. Schaust dir jetzt nochmal die Spirale links an. Oder ich baue die einfach selber jetzt. 35 Grad links. Nein, nochmal abbrechen. Ja, yep. Guck mal hier. Kippwinkel erhöhen. Ah. Komme ich da wieder nicht lang, ne? So wird's aber gehen. Und dann wieder runter. Ganz kurzes Stück gerade und dann runter geht nicht. Hier müsste eigentlich nochmal wie so ein Wasserbecken oder sowas dann hin. Na, stopp, stopp.
Okay. Da kommt der Zug. Ja, ich brauche da mindestens zwei Züge für. Ja, die Kurve hier ist vielleicht ein bisschen eng. Ich müsste hier sonst mal schauen. Da eine kleine Bremse zwischen Schubs. So, Testlauf. Das Kurvensegment könnte vielleicht auch ein bisschen enger. Na, 20 Sachen. Schwung und hoch. Und rüber. Wieder bei 80 Sachen. Da wird ein bisschen gebremst. Ja, dann geht es auch deutlich geschmeidiger in die Kurve. Aber jetzt fehlt mir hinten wahrscheinlich der Schwung für das da, ne? Muss ich hier einen Beschleuniger wahrscheinlich einbauen. Oder? Nee, guck. Und wieder rückwärts. Zack. Normales Gleis. Dann mal Elemente, Module. Beschleuniger. Wow. Entfernen. Das wollte ich ja mal gar nicht gebaut haben. Hier muss ein Beschleuniger rein. Modul platzieren. Beschleunigen. Nein, nicht da. Hier. Modul. Beschleuniger. Neues Gleis. Ja, okay, wir machen das anders. Wir nehmen hier aber die Bremse wieder raus. Und dann normales Gleis rein. Und hier gehen wir vielleicht auf 60 Grad Neigung rechts. Okay, cool. Nochmal das Ganze. So, den Teil überspringen wir jetzt mal. Ups.
Hoch runter. So, und jetzt muss ich nur noch einmal hier weiter bauen. Ach, da waren Elemente. Hammer rechts. Oh. Erstmal noch ein kleines Stück geradeaus. Aus. 35 Grad rüber. Hier wieder gerade. Dann geht es nochmal runter mit Schwung. Auf 3. Hammer rechts. Okay, ja, ursprünglich wollte ich ja eigentlich aus dem Tunnel rauskommen und hier rüber. Jetzt drehe ich das aber mal ein bisschen um. Nur 40 Grad. Rein da. So, und dann gucken wir mal, wie die Geschwindigkeit er auf dem Ende dann noch hat. Ja, dann nehmen wir aber mindestens 15 für. So, rüber. So, 60 hoch, 60 km/h, 80, wieder zurück, 80 km/h und da bremst er nämlich ganz gewaltig. Na, guck mal hier, da hat er kaum noch Schwung drauf, dann können wir hier... Und 50 Grad eng rum. Aber dann wird es auch schon wieder lose, ne? Hierauf. Nochmal 45 Grad und zurück zur Station. Und 30. Na komm. Ups. Und ran. Geilo. Okay. Stopp, zurück. Mitfahrkamera. Fängt ja ganz sachte an. Da muss gegebenenfalls auch die Kurvenneigung enger.
krasser Scheiß. 8,275G, ja. Aber ich würde sagen, die lassen wir so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Infiltration baut. Yeah. Sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.